Sehr geehrte Damen und Herren, gentili Signori e Signore, lassen Sie mich meine Rede mit einer Geschichte beginnen. In den ersten Jahren meiner schulischen Laufbahn kam ein neues Mädchen namens Shukri in die 3A, meine damalige Volksschulklasse. Ich mochte die neue Mitschülerin von Anfang an und hegte großes Interesse daran, sie kennenzulernen. Da alcuni residenti del nostro paesino, von einigen Bewohnern unseres Dorfes, wurde sie aber leider zurückgewiesen oder gar gemieden. Meine Freundin wurde sie jedoch trotzdem. Nun stellt sich einigen meiner Zuhörer und Zuhörerinnen vermutlich die Frage, in welcher Verbindung steht dieser Einblick in meine Kindheit zu dem von mir gewählten Thema Wir sind bunt naunt? Perché ci racconta di un'amicizia della scuola elementare? Vi posso dare la risposta? L'unica causa per cui la gente non voleva conoscerla era che la mia amica è una persona di colore. Für uns Kinder stellte ihre andere Hautfarbe kein Problem dar. Era una ragazza con cui potevamo giocare e basta. Ma quando siamo cresciuti, anche tra noi adolescenti, all'improvviso c'erano delle persone che non volevano avere niente a che fare con lei. Egal ob diese Abneigung ihr gegenüber persönlichen Differenzen verschuldet war oder aus dem Einfluss unserer Gesellschaft resultierte. Nun stehe ich hier, 8 Jahre später, und muss schweren Herzens mit ansehen, wie wenig die Gesellschaft sich tatsächlich verändert hat. Wir könnten viel mehr in una comunità, einer Gemeinschaft leben. Se avete voglia, lade ich euch ein, an meiner Erfahrung mit meinem kleinen Nachbarn teilzuhaben. Lui è il modello ideale. Blaue Augen, blondes Haar e incredibilmente carino. Poco fa ha iniziato ad andare all'asilo nido, den Kindergarten in unserem Dorf. Er versteht sich dort mit allen Kindern. È un vero amico di tutti. Aber es gibt ein kleines Mädchen namens Ganima, welches er in sein kleines Herz geschlossen hat, e con cui si diverte tanto. Als ich ihm mal die Frage stellte, welchen Unterschied er zwischen Ganima und den anderen Kindern ausmachen könne, non mi poteva dare una propria risposta. Er vermittelte mir, dass er Spaß mit ihr habe, konnte jedoch weder ihr anderes Geschlecht noch ihre abweichende Hautfarbe als Unterschied darstellen. Und genau so sollte es sein. Il colore di un essere umano, die Hautfarbe eines Menschen, ist nicht das Attribut, welches ihn charakterisiert oder sein Handeln und seine Mentalität definiert. Persino un bambino piccolissimo, sogar ein kleines Kind, zeigt auf, wie irrelevant diese sein kann. E anche dovrebbe essere così. Manchmal beschleicht mich un strano sentimento. Ein ungutes Gefühl. Die Menschheit sei noch oberflächlicher, als sie zu sein vorgibt. Denn fatalerweise bleibt es in unserer Welt ja nicht bei Ausgrenzung, wie sie meiner Freundin widerfahren ist. Nel nostro mondo purtroppo ci sono persone che odiano gli stranieri così fortemente che li spinge ad umiliarli o sabotare la loro vita. Ma non si fermano con questo, lo fanno ancora peggiore. Uccidono le persone solo perché sono diverse nel loro punto di vista. Mi sembra come se dimenticassero che siamo tutti umani, io e anche voi tutti che mi ascoltate. Che cosa deve succedere per darci un motivo per iniziare a cambiare il nostro mondo? Diese Frage stelle ich mir des Öfteren. Was muss noch passieren, um wirklich den Menschen die Augen zu öffnen? Auch bei uns in Österreich existiert Rassismus in sehr ausgeprägtem Maße, wie stetig vorkommende Diskriminierung und Gewalttaten signalisieren. Allein in den vergangenen 10 Jahren sind die gemeldeten rassistischen Vorfälle auf das Dreifache angewachsen. Es muss verhindert werden, dass Menschenwürde willkürlich abhängig von Glaubensbekenntnis, Hautfarbe oder Abstammung gemacht wird. Wie einst schon der nicaraguanische Poet und Priester Ernesto Cardenal in una sua poesia ha scritto:
Alle Elemente unseres Körpers und des Planeten waren im Inneren eines Planeten, waren im Inneren eines Sterns. Wir sind Sternenstaub. Von den Sternen stammen wir, zu ihnen kehren wir zurück. Adesso se guardate il mondo sotto questo punto di vista. Si cambia tanto, no? C'è la teoria che siamo tutti di una stella che è esplosa tanti anni fa. So verschieden können wir alle also gar nicht sein, oder? E questo deve essere la cosa che conta. Wir können die gesellschaftliche Verantwortung, die wir tragen, nicht einfach an eine Obrigkeit abtreten. Es liegt an uns als Individuen, eine Veränderung zu schaffen, uns für das Allgemeinwohl einzusetzen und den Weg zu einem lebenswerten Dasein in einer Welt für all ihre Bewohner zu ebnen. Dunque, dobbiamo far sentire la nostra voce e porre rimedio a quanto sta accadendo. Dobbiamo tenerci uniti per quelle che non sono in grado di farlo. Es ist nicht zu spät, dieser Bewegung beizuwohnen. E non lo sarà mai. Ma ovviamente prima verrà meglio sarà, no? Tocca a noi affiancare e sostenere il movimento contro il razzismo e per l'uguaglianza. Um meine Rede nun abzuschließen, teile ich mit Freude eines meiner Lieblingszitate, die Un mio idolo, von Martin Luther King, mit Ihnen. Dunkelheit kann Dunkelheit nicht vertreiben. Das kann nur Licht. Hass kann Hass nicht vertreiben. Das kann nur die Liebe. Qual era la sua motivazione di dire questo? Meiner Meinung nach bilden wir Menschen, welche aufstehen sollten für Gleichheit und Gerechtigkeit, das Licht für diese Personen, die sich in der Dunkelheit verirrten, che si sono persi nel buio. Denn immerhin sind wir alle Menschen. E forse abbiamo anche tutti origine in un solo pezzo di stella. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Grazie per la vostra attenzione.